Ein schockendes Hallo, willkommen zurück zu Infamous. Ja, ich muss ehrlich gesagt zugeben, dass ich keine Ahnung habe, was wir machen wollten, was wir jetzt gemacht haben. Denn ich habe das Gefühl, einen Monat nicht mehr aufgenommen, weil ich das so im Voraus produziert habe. Wir machen einfach so einen Straßenkampf hier mal. Die Reaper und die Dustmen kämpfen dort. Nein. Die Reaper und... Eieieiei. Ging das denn hier nochmal so irgendwie, ne? Jawohl, genau so geht das. Einfach draufhalten. Wir werden schon ihr Fett wegkriegen. Ist ein bisschen... Ach, da ist ein doofer Conduit. Okay. Wir machen das wie immer von oben. Oh, fuck! Ach, das ist ja mies. Das machst du nie nochmal. Aufpassen, wo ist der? Ist der runtergefallen? Oh fuck, Alter. Scheint aber nicht mehr da zu sein. Versuchen wir mal auf den Conduit da unten zu gehen. Wirklich so, dass er gleich nicht hinter uns erscheint. Das wäre echt uncool. So, da haben wir einen. Den kriege ich mal wieder nicht. So, die scheiß Dustman. Ist irgendwo auch noch ein irgendwo ist ja auch ein Conduit, der wie heißt denn das, man ist richtig, ne? Genau, ein, da hinten ist er nämlich. Stirb. Ist er tot? Nein, der ist noch nicht tot. Ist jetzt ist er tot. Aber das ist noch einer. Ist ja unfair, die haben zwei Conduits, die Reaper nur ein. So, dann auf dich, du doofe Sau. So, der ist immer noch nicht down. Der hält ganz schön viel aus. Kriege ich den noch nicht mehr ins Visier gerade? Da ist er. Oh, versteck dich doch nicht, du kleine Pussy. So. Da, für Blinde. Tschüss. Und tschüss. Mission abgeschlossen, Straßenkampf. Und ein weiteres Gebiet kommt in unsere Hände. 18% haben wir in Warren. Wo bist du denn noch? Da, oder was? Möchtest du sterben? Naja. Wir schauen weiter gegen Überwachung. Wir helfen den Leuten, ungestört irgendwo zu chillen in ihren Häusern. Wo bist du denn? Da hinten. Und tschüss. Ach, hier nervt mich gerade alle, muss ich ehrlich sagen. What the fuck? Ja, ja, ihr macht das schon. Ich gehe Leute retten. Und so. Ich hält ich. Hi. Schnell, 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 schnell. Ja. Die Vergänglichen haben Überwachungsgeräte auf meinem Gebäude platziert. Das ist ja schade. Ja, ich werde mein Bestes geben, aber noch muss ich rennen. Wobei, da oben ist einer, den möchte ich vorher ausschalten, bevor ich an dem Haus hier herumkletter. Ja. Cole, du bist der Bringer. Kletter! Kletter, Cole! Na, der da ganz oben ist, bezweifle ich nicht. Bezweifle ich das? Nee, das ist er hier. Zack, 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 zack. Was ist denn das? Ist das das Eckhaus da? Geht hier? That is it. Oh, ich habe das schlecht in Erinnerung, weil man eben hier von überall angeschossen wurde. Naja, aber da müssen wir durch. Ich habe gar keinen Bock, jetzt auch überall hochzugehen. Mach den kaputt. Gut. Da machen wir jetzt. Ditte kaputt. So, zwei haben wir. 10 fehlen nur noch. So, jetzt nervt ihr mich. Nee, jetzt ist es zu spät. Jetzt habt ihr den Spaß mit mir verspielt. Nur wo kann ich doch hier ran? Nein, will ich sterben! Nein! Jetzt verarscht mich aber ein bisschen, ne? Möchtest du jetzt nicht mehr in Ruhe sterben? So, machen wir das hier runter. So, und dann fällst du mal eine Runde. So, dann sind da oben welche irgendwo. Not?
Aber ich habe hier noch welche am Schirm. Schön jetzt da unten. Ja dann. Jetzt erklären sie mir das nochmal, weil sie anscheinend merken, dass ich jetzt nicht auf die komischen Überwachungsgeräte gehe. Aber ich muss mich ja erstmal hier um diese Invasion kümmern. Verdammte Scheiße. So. Jetzt aber zurück zur eigentlichen Aufgabe. Überwachungsgeräte vernichten. Das ist ja manchmal etwas blöd gemacht, sag ich mal. Denn man muss da gefühlt mit dem Kopf dran, damit er die sieht und dann auch zerstört. Geh doch da hoch. Bist doch hier unser neuer Spidey. So, einmal darüber. Einmal hier. So, da oben das nächste. 5. Jetzt sind es noch nicht ganz 6. Hallo? Jetzt sind 6. So, da unten werden noch welche sein. Genau, hier haben wir einen. Den wollte er nicht. Macht er im Sprung wohl nicht so gerne. So, dann wird da noch einer sein. Genau, 7 haben wir. Ich verbessere mich. 8 haben wir. So. Ich glaube, auf der Seite habe ich angefangen. Ich schaue nochmal hier unten. Das macht man als Guter nicht. Das tut mir leid. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir auch. Ich schaue hier unten ein bisschen rum. Gehen wir mal hier hoch jetzt. So. Da oben, der ist kaputt. Der ist kaputt. Wo blinkt denn hier noch was? Außer mein Radar vor Gegnern. Da rechts war da was. Ja. Ach, das ist clever. Ja, das ist clever, Cole. Sehr clever. Hep, hep, hep. So, dann lass uns hier fallen. Nochmal fallen. Und machen dich kaputt. So, jetzt ist es da oben ein wenig eingegrenzt, ha? Hier, genau, da habe ich ihn auch schon blinken gesehen. Zack. Und zack. Andere Richtung. Ich meine, man sieht ja, wo es ist, aber ich sehe es ehrlich gesagt. Also man sieht es auf der Karte, ich sehe es gerade nicht. Da ist es nicht mit. Ach, ich sehe es blinken. Alles da. Und zack. Keine Überwachung mehr. Ein weiteres Gebiet gehört uns. 21% haben wir. Machen wir weiter. Da oben wäre, glaube ich, Hüter des Bruders. Ungeteilte Entscheidungen. Naja. Wir schauen uns hier einfach ein wenig um. Was willst du denn? Die halten voll viel aus, das nervt. So, und jetzt rennen wir einfach durch, so wie eh und je. So, hüp. Ich höre auch hier diese Suizidschweine. Immer weiter. Was ich auch nochmal gucken wollte, ist nach den Kräften. Ich weiß gar nicht, ob ich... Da letztens jetzt folgt der Suizidschwein mich? Nein. Da traut er sich gar nicht. Bin ich überhaupt richtig? Komm her. Hä? Aber ich laufe noch in die richtige Richtung. Hä? Also manchmal frage ich mich wirklich, wie ich laufe oder was ich hier überhaupt mache. So, hier lang auf jeden Fall. Das Gefühl, da kommen wir her. Kann natürlich auch sein, dass sich mein Gefühl ausnahmsweise mal täuscht. Seattle, Breaking News. Angesichts der anhaltenden Gerüchte um Superhelden mit übernatürlichen Fähigkeiten in Empire City haben die zuständigen Behörden heute eine gemeinsame Pressekonferenz abgegeben, um den Spekulationen ein Ende zu bereiten. Es ist lächerlich. Niemand besitzt übernatürliche Fähigkeiten, sagte General Thomas Franklin bei der Pressekonferenz. Die Vorstellung überschreitet die Grenzen des Rationalen. Es handelt sich schlicht und ergreifend um eine Lüge, um Panik zu verbreiten. General Franklin.
Franklin war wie immer zu Scherzen aufgelegt und sagte abschließend, dass er, wenn es diese denn gäbe, nichts gegen Superkräfte hätte. Ja, ich muss könnte er zukünftig zur Arbeit fliegen. Ja, er könnte zur Arbeit fliegen, bla bla. Wieder sehr lustig, ha 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 ha. So. Was haben wir denn hier? Geteilte Entscheidungen. Missionsan. Die Dustmen haben meinen Bruder geholt und sie stehlen die Explosionsscherben, die wir versteckt haben. Nein. Wo sind sie denn? Ich könnte ihren Bruder retten und die Scherben opfern. Oder ich überlasse ihn den Dustmen. Und dann gehören die Scherben mir. Ich hasse es, gut zu sein. Stirb, stirb, stirb. Und du sterben auch. Da habe ich ein... Gute Tat, eine gute Tat, steckt den Ruf. Ich wollte gerade sagen, da habe ich einen Zivilisten getötet, aber das stimmt ja so auch eigentlich gar nicht. So, 23% gehören uns. Sie haben ihn gerettet. Tausend ja. Dank. Und meine Belohnung? Gibt's nicht? Nein, ist deine Belohnung? Doch, cool. So. Jetzt irgendwie versuchen hier. Ich bin immer ein bisschen orientierungslos, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich drück voll auf Select. So, hier lang. Ampir war das. Ah! Immer diese scheiß Raketenwerfer. Hey du! Die Dustmen haben meinen Bruder geholt, ihn in eine Uniform gesteckt und zwingen ihn mit ihnen zu patrouillieren. Befreien sie ihn. Gedrückt halten, um Bild anzusehen. Aha, mhm. Okay, das ist also dein Bruder? Okay. So, wir düsen darüber. Der ist hierbei. So, man merkt, das ist der, der sich nicht wehrt, glaube ich. Ist denn einer dabei, der sich nicht wehrt? Dustman. Ah, alles klar. Das habe ich anders in Erinnerung gehabt, muss ich ehrlich sagen. Wieso wehrt er sich denn? Also, ich meine, letztes Mal hat er das... Hilfe, Mano! Hat er sich so komisch hingehockt. Mit der viereckigen Maske. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. Hast du eine viereckige Maske? Ich weiß nicht, ich schieße es einfach mal auf dich. So, da versteckt... Ist der das? Das war... Das ist von mir. Wieso schießt er denn auf mich? Verfickter... Manu! Ja, verfickter Manu. Hm. Na super. So, let's do this one more time. Ist mir scheißegal, ich hau da einmal so eine Granate rein und dann ist da erstmal Ende im Gelände doch. So, du bist es nicht, das weiß ich. Du bist es nicht, das weiß ich. So, bei euch muss ich jetzt aufpassen. Du hast eine runde Maske, das habe ich gesehen. Dem Bruder auf die Beine helfen. Gerne doch, gerne doch. So, ja, Bereich von Feinden befreit. Ich bin der Hüter des Bruders. Vielleicht der Hüter der Bruderschaft. 26% haben wir. Und eine Klinik. Und ich habe ganz schön was abgekriegt. Gassi gehen, ich mag das überhaupt nicht. Aua. Ja, ja, schießt ruhig auf mich. Nee, ist kein Problem. Ach, ich wollte nach den Kräften gucken, jetzt wo ich mich gerade daran erinnere. Was ist das denn hier? Ranger hat Kopfschuss und Lightning Electricity. Das finde ich blöd. Beim Treffer wird viel Energie wieder erlangt. Das ist natürlich praktisch, aber ich bin eh noch kein Held. Von daher, Schockwelle benutze ich meistens. Ja, wobei, was ist das? Erhöht Schockwellenstärke erfordert Rang. Ja, machen wir mal so hier. Überladungsstoß. Das benutzen wir eigentlich gar nicht. Blitzbogen, was ist das? Feuert ein Cornelius. Ach, das kann ich gar nicht. Schockgranate zum Werfen, die benutze ich eigentlich auch nicht. Donnerschlag benutze ich eh nicht. Schadensminderung haben wir alles. Nahkampf könnten wir erlernen. Machen wir einfach mal. Elektrizität, Gleitner, ja, komm. So. Ist natürlich manchmal praktisch, vor allem jetzt im späteren Verlauf des Spieles. Dort links.
dort links? Auf jeden Fall darüber. Somehow. So, da halten wir uns natürlich fest, Cole. Ich wollte schon sagen. Renn! Renn! War ich nicht gerade noch eine Nebenmission? Also, ich hab's nicht geträumt. Ich wollte jetzt gerade meine neuen Nahkampf-Skills ausprobieren. Zack, 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 zack! Yeah. Wo kommen die alle her? Wieso sind die da? Muss ich die erst töten, damit ich jetzt die Mission spielen darf? Bravo! Wow! Hallo? Ist ja wohl nicht Arschloch. So, jetzt du und du. Wollt ihr gleich im Doppelpack sterben, oder was? Da lebt noch was, das sehe ich. Und da oben ist der, glaube ich, ne? Ist der das? Ist der das? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass du noch hier bist. Und dann weiß ich auch, dass ich da gar nicht lang wollte. Ist da oben jetzt immer noch was? Keine Ahnung. Ich würde mal sagen, das war's für den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.